Leute, was geht? Euer Schützenfutzu hier zu einem neuen Video. Und wie man schon gesehen hat, ich habe früher eigene Super Mario Level entwickelt. Das war noch alles vor Super Mario Maker. Und vorher gab es ein Programm, das hieß Luna Magic. Man konnte Super Mario World editieren. Und ich dachte, ich zeige einfach mal mein allererstes Spiel, da, was ich damals online gestellt habe, von Super Mario. Also man fügt halt sozusagen Grafiken ein, die man sich auf Seiten downloaden kann. Ne? Als ganz bekannt SMW Central. Und kann man dann einfügen, Grafiken, neue Gegner und alles, Musik kann man ändern. Man kann sozusagen alles in diesem Spiel editieren. Und ja, mein erstes Spiel, was ich damals rausgebracht habe, war Bowser Juniors Pirate Ship. Erstmal, da hat man gesehen, ich habe schon irgendeinen Bug reingehauen. Durch diesen Bug macht man erstmal das Spiel kaputt, deswegen müssen wir noch im Titelscreen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber auf jeden Fall sieht man schon, ich habe jetzt schon wieder alles verbuggt. Wir müssen das neu starten. Ich wusste gar nicht, dass man hier überhaupt sterben kann. Ich wusste es früher am Anfang nicht. Die Version ist auch noch so online. Des Weiteren, das hier sieht erstmal schrecklich aus mit den Farben. Ne? Also ich habe sehr, sehr viele Fehler noch gemacht damals. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 13. Hier, ne? Schrecklich. Alles schrecklich. Beziehungsweise ich habe das erst auch 2 Jahre später einfach so online gestellt damals, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber es ist alles ein wenig schrecklich. Wenn man in die Bullet Bills da reinspringt, die Super Mario World kennen, wäre ich auch gestorben. Sogar das geht, ja. Aber Bowser Jr. ist nun auf Yoshi's Island und er möchte halt alle Früchte klauen. Und wir, Mario, müssen ihn halt aufhalten. Wie man das halt von Mario kennt, ne? Das Yoshi-Haus ist nicht editiert, da braucht man nicht rein. Und ja, ich habe sehr, sehr viele Sachen halt damals hier mit eingefügt. Wenn ich aber jetzt hier schon reingehe, denke ich mir schon so, oben die Yoshi-Münzenanzeige ist nur ein kleiner Kreis, der Mario-Schriftzug sieht farblich schrecklich aus und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viele schreckliche Sachen damals gemacht und ich bin zu doof zum Springen. So springe ich. Okay, ich muss wieder die Steuerung lernen. Ich spiele mit der Tastatur. Ich kann auch hier Save States machen und laden. Das heißt also, wenn wir sterben, müssen wir nicht gleich das Level neu spielen, weil ich werde auf jeden Fall viel zu schlecht dafür sein. Des Weiteren wird es so sein, das Spiel laggt an sehr, sehr vielen Stellen. Hier, jetzt haben wir das Spiel gerade verbuggt. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, das passiert dadurch, wenn uns dieses Ding hier runterdrückt im Boden, können wir halt so Wände und so verbuggen. Wusste ich damals alles nicht. Solche Fehler habe ich alles gemacht. Das Schöne, was ich aber... Okay, das war nicht so schön. Das Schöne, was ich mir aber immer so als Ziel gesetzt habe, ich wollte halt trotzdem mir sehr, sehr viel Mühe geben, so bei meinem Level. Und hier hatte man jetzt zum Beispiel 2 Wege gehabt. Ich zeige immer das noch so ein bisschen, wie ich das noch so von früher in Erinnerung habe. Könnte man nehmen, durch die Brücke könnte man zum Beispiel nicht springen, das hätte ich zum Beispiel rein editieren sollen. Das wäre bestimmt cool gekommen. Hier unten geht's gleich weiter, dafür müssen wir erstmal nach hier oben. Also ich wollte nicht so ein... Hier habe ich damals schon angefangen, dass ich wollte, okay, ich möchte kein gerades Level-Design, trotzdem... Oh. Trotzdem das Level-Design hier schrecklich, keine Frage, ne, also... Wenn ich mir so ein paar Sachen hier angucke, die Gegnerplatzierung teilweise, ich bin zu doof zu springen. Hier zum Beispiel finde ich die Gegner gar nicht so schlecht. Hier oben der Cooper, der bewacht da halt den Weg nach oben. Hier hinter kommt eine Bombe, ich wollte gerade sagen, ne? Hier hinter kommt eine Bombe vorgelaufen. Ich renne aber natürlich auch noch rein. Hier kann man sich, glaube ich, irgendwie durchbacken an der Kante da. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die ich selber kritisieren würde. Aber ich dachte, ich zeige es euch einfach mal, wir spielen einfach mal so ein bisschen. Ich glaube aber trotzdem, dieses Level hat trotzdem von seiner Musik her, also auch wenn ich jetzt, genau dann mache ich den P-Switch an, ne? Ist, glaube ich, die Atmosphäre ganz schön mit den Wolken, dem Gras. Auf jeden Fall, als ich das Wasser damals gefunden habe, war ich so froh. Das ist meine Lieblingsgrafik, dieses Wasser. Ich glaube, sogar als ich dann damals meinen letzten Level gemacht habe, als ich dann so langsam aufgehört habe, habe ich sogar immer noch diese Grafik verwendet. Also ich habe sie einfach geliebt, diese Grafik. So, hier nehmen wir den Cooper mit. Hier hätte man warten müssen, wenn man zu schnell gewesen wäre. Und ja, hier ist zum Beispiel gar kein Gegner, hier ist nichts los. Könnte ich mich schon wieder drüber ärgern, so nach dem Motto, ne? Warum habe ich das so gemacht? So, dem Kollegen konnte man, glaube ich, da hoch, ja. Ah, aber ich bin halt zu doof für das Spiel. Und solche Level-Entscheidungen, also solche Design-Entscheidungen zu machen, dass man nur mit einem Gegner hier hoch kann, wenn man ihn einfach umbringt, hat man natürlich ein Problem, ne? Hier ist der Switch. Nächstes Problem ist hier, man sieht es an der Bodenkante, ne? Wartet, wir müssen nochmal hochspringen. Also ich zeige euch auch so viele Sachen, die ich falsch gemacht habe damals. Für die, die es vielleicht irgendwann nochmal anfangen wollen mit SMW-Hacking. Sehr, sehr schön. So, ich habe halt viele Anfängerfehler gemacht. Guckt mal, wie das aussieht. Hier hätte ich das auch, ne, alles so machen müssen, dass hier der Boden sozusagen auch den Switch dann versteckt, wenn man hier schon hinter lang laufen soll. Ist halt immer, sind immer solche Kleinigkeiten, ne? Das hier ist zum Beispiel auch nicht schön. Das sind ja die kleinen Muncher.
Kennt ihr das, wenn die so wachsen? Einer oben, einer unten dran. So sehen die auch im Boden aus nicht. Das Springboard möchten wir natürlich mitnehmen. Wir müssen uns hier, glaube ich, eh nicht beeilen. Hier ist es... Ich weiß nicht, warum ich solche Passagen hier zum Beispiel gemacht habe. Hier sind keine Gegner. Hier müssen wir einfach nur hochspringen. Ist total nutzlos. Man könnte hier im Notfall wieder zurück. Da oben hat man schon das Schlüsselloch gesehen. Man kann hier zum Glück alles in dem Level begehen. Hier, wir nehmen natürlich hier alles mit. Trotzdem, Yoshi-Münzen oben, es sieht so schlimm aus. So, wir warten hier mal kurz ab. Zack. Den haben wir auch gleich weg. Also, hier findet man den Schlüssel. Zack. Und mit dem können wir dann... Oh, hier müssen wir mit dem Springboard gleich weiter. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ah ja. Der wollte uns nur anschießen. Ah ja. So ein Ding war das. Okay, dazu sage ich nicht viel. Ich bin halt ein Profi auch in meinem eigenen Spiel. So ein Ding ist das. Es werden halt dann sozusagen drei Videos kommen von meinen drei Spielen, die ich damals online gestellt habe. Ich habe zwar noch ein paar mehr Level, die könnte man sich nochmal angucken, die sind aber alle schrecklich geworden. Also ich habe wirklich immer so versucht, immer so das Beste, was ich gemacht habe, mit reinzunehmen. Ich will ganz kurz gucken, hier war es nicht. Ja, das habe ich sogar markiert. Da findet man nämlich dann eine Röhre zum Schlüsselloch. Da unten auch noch nicht, aber ich will da noch hoch. Weil, was wir natürlich auch machen ist, wir sammeln natürlich auch alle Yoshi-Münzen. Und ich muss sagen, ich hätte mir hier beim Hintergrund noch besser, ne, ein bisschen besser das machen können, mehr Mühe geben können, was Vernünftiges wählen können, was hier besser gepasst hätte zu dem Grasland-Faktor. Was soll ich sagen? Waren hier keine Gegner? Ja, doch, waren Gegner. Hat man gerade gemerkt, dass ich da gestorben bin. Ah ja, eine Disco-Shell. Man kennt sie. Also, da sieht man mal wieder, was ich für ein geiles Level-Design hatte. Ich werde nichts sagen, ne? Aber man sollte keine Gegner verstecken. Das ist einfach unfair. So, hier springen wir unten lang, weil hier unten gibt es nämlich... Wartet, da kann ich doch den Key dran werfen. Hier unten gibt es nämlich einen Pilz. Das Lustige ist, hier kommt dann... Oh, das Feuerding. Ah, nee, es kommt doch nicht wieder zurück. Okay, dann kommen wir hier lang. Hier geht es nicht rein, aber die Münze, die markiert sozusagen hier die Röhre. Aber wenn man nicht aufpasst, fällt man hier runter. Total schlecht gemacht. Hier kommen wir dann zum Schlüsselloch. Gehen wir jetzt mal nicht hin. Weil man kann hier alle Level betreten. Und hier ist die letzte Yoshi-Münze oben. So. Jetzt hier die Boxen anspringen. Da sieht man, der Hintergrund verändert sich schon. Das hätte ich mal ändern müssen. Da habe ich einfach nur die Credits gegeben. Das wollte ich hier irgendwie direkt in dem Level mit drin haben. Das ist mir irgendwie wichtig, dass man die man... Oh. Warte. Dass man die Leute, die halt für die Sachen verantwortlich sind, auch so nennt, ne? Einmal hier die ganzen Hintergründe. Wenn ihr selber auch nochmal damit einsteigen wollt, ihr seht hier, von wem ich was verwendet habe. Im Internet findet man das dann auf SMW Central. Ich habe sogar hier einen kleinen Boss eingefügt. Das vor allem, damals habe ich nämlich das Feature gefunden. Oh, ich kann ja Gegner einfügen und damit Bosse machen. Das ist ein ganz simpler Boss. Das ist einfach nur so ein kleiner, dicker Hammer, Bruder. Schön, dass ich sage, es ist ein simpler Boss und ich sterbe direkt. Auch schön, dass man den nicht richtig sieht. Habe ich klug gelöst. Ich glaube, wenn der hochspringt, dann stammt er auf dem Boden, wir können uns kurz nicht bewegen. So, zack, das war der erste Treffer. Und hier kommt direkt der zweite und dann war es das auch schon. War nur so ein kleiner Miniboss. Ist halt, ne, nur so eine kleine Geschichte fürs Levelende. Und ja, man sieht, wie der Hintergrund schon wieder ein bisschen rumbuggt. Also, was Grafikbugs anging, war ich der König. Also, ich habe es immer geschafft. Und wenn man jetzt sozusagen das Level abgeschlossen hat, sieht man oben rechts diese goldene Münze. Wenn ich jetzt nach hier unten gehe, sieht man oben rechts wieder so ein leeres Feld. Weil wir das noch nicht gemacht haben. Bevor wir in die Wüste gehen, machen wir aber auch noch das zweite Grasland-Level. Da gehen wir direkt mal rein. So. Hier habe ich wirklich Blöcke auch verändert, obwohl ich dann hier diese zerstörten Blöcke auch nicht abgeändert habe. Ah. Ne? Aber an sich, die Grafik mochte ich irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber die fand ich relativ cool. Da oben ist die erste Yoshi-Münze. Gucken natürlich, was wir noch haben. Der Hintergrund, den habe ich ein bisschen doof eingestellt. Der dürfte uns eigentlich nicht folgen. Hier hinten war ein Pilz versteckt. Dadurch, dass der Hintergrund uns so komisch folgt, ist es natürlich, keine Ahnung, das finde ich zum Beispiel schrecklich. Ich hätte den einfach so die ganze Zeit lassen sollen. Das Problem war, was ich damals, glaube ich, hatte, ist, ich glaube, das habe ich sogar teilweise mit Absicht gemacht. Das hier ist natürlich eine sehr lustige Geschichte. Der war natürlich, dass die Bombe gleich explodiert und den anderen mitnimmt. So. Problem ist, weil sonst hätte man sozusagen keinen richtigen Hintergrund. Und das wollte ich halt vermeiden, dass man immer sozusagen einen Hintergrund sieht. Aber, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, hätte man noch anders lösen können. Einfach einen anderen Hintergrund dafür nehmen. Hier gehen wir natürlich auch runter. Hier muss man aufpassen, dass man nicht stirbt. Na,
ist halt so ein bisschen, ich habe halt leider damals nicht so viel Wert auf die Gegnerplatzierungen gelegt und in späteren Teilen habe ich es dann übertrieben. Also in anderen Spielen, die ich selber dann noch gemacht habe, da habe ich es dann teilweise ein bisschen übertrieben. War dann halt so ein bisschen schade. So, den nehmen wir gleich mal hier so direkt mit. Hier oben war, glaube ich, nichts mehr. Da hätte man zum Beispiel, da hätte ich ein Leben verstecken sollen. Also meiner Meinung nach. Ja, das mochte ich immer bei Super Mario, dass man immer überall so ein paar versteckte Sachen finden konnte. Jetzt in den neuen Teilen, finde ich, haben die es mit Münzen zum Beispiel übertrieben, in den 3D-Spielen, Mario Odyssey zum Beispiel, ne? Aber auch in den normalen Super Mario-Spielen, die gefallen mir alle nicht mehr. Wenn Super Mario, dann hier die alten Klassiker, auch wenn Super Mario World jetzt kein schweres Spiel ist. Habe auch mal überlegt, ob ich das nochmal als Let's Play bringe. Hier sieht man, hier kann man runter. Oh, wir sterben ja auch nicht, zum Glück. War die letzte Yoshi-Münze. So, hier sieht man dann nochmal, von wem alles ist. Der Vordergrund und der Hintergrund ist von derselben Person, die Musik. Von wem anders. Und da haben wir das Level auch schon abgeschlossen. Also, ich sag mal so, auch so vom Spaßfaktor muss ich sagen, das hier ist traurigerweise leider so das meist gedownloadste Spiel von mir sozusagen von Super Mario, leider. Was meiner Meinung nach auch das schlechteste ist. Aber ja, was soll ich sagen? Passiert halt. Hier habe ich halt viel rumgespielt, kann man sagen. Oh, die Musik hier ist sehr, sehr laut. Ich glaube, die kommt auch in der Aufnahme nicht gut. Ich gehe mal hier vom Soundvolumen einfach mal runter. So, hier nehmen wir nämlich diesen Block und dieser Block. Oh, wait, hier wollte ich nicht hingeladen haben. Naja, dann machen wir das hier nochmal ganz schnell. Speicher hier mal. Ich glaube, ja, ich habe eine Taste, womit ich alles beschleunigen kann. Machen wir das nochmal. Machen wir hier einen neuen Save State am Anfang des Levels. Und dieser Block ist sozusagen wie im V-Teil. Dieser Block, also nicht der Block, dieses Item, womit man dann sozusagen den Propeller hatte. Nur halt, hier ist es, der Block. Und ich würde natürlich auch gerne alle Yoshi-Münzen mitnehmen. Dieses Level war halt so ein bisschen so, man könnte komplett oben drüber fliegen. Könnte man. Hier muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass man hier auch überall rankommt. Die Dinos machen es dann auch nicht gerade leicht. Und ja, man kann halt hier überall hin. Also wenn ich jetzt hier richtig fliegen würde, könnte ich hier unten hin. Da kommt dann, oh, ein Pilz. Ne, also, es ist, das Problem ist halt, wie ihr seht, die Kamera scrollt hier nicht richtig. Da wäre ich fast in den Cooper rein. Oder bin ich ja gerade eben. Und solche ganzen Dinger sind halt nicht schön. Also das Level hätte man besser aufbauen. Und ich bin zu doof da lang zu. Ich bin einfach zu doof für mein eigenes Spiel. Okay, es ist auch schon ein paar Jahre her und ich habe schon ewig halt das nicht mehr gespielt, ne? Ich bin einfach zu doof. So, der hatte Bock. Der ist von unten da hochgesprungen. Oh, hier ist ein kleiner Dino. Na komm, den Hit nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wir können ja ruhig jetzt nehmen. Hier oben war ja keine Münze mehr. Nee, hier waren nur normale Münzen. Dann frage ich mich auch, warum habe ich hier so einen riesen Erdwand gemacht? Für wen? Wer wollte diese riesen Erdwand haben? Wisst ihr, wie ich meine? Das sieht designtechnisch nicht schön aus. Wait, wie hat man das gemacht? Ja, dieses Problem. Wie hat man den geholt? So, okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie man mein eigenes Level spielt. Und ich bin halt auch wirklich zu doof. Das ist das Schlimmste daran, dass ich einfach selber das Spiel nicht mehr kann, aber ich dachte mir so, ich guck's mir mal an, was habe ich damals eigentlich gemacht. Viele Let's Plays auch von meinen Spielen, sieht man sogar noch bei den guten Konkun88. War immer sehr, sehr schön, sich da so die ganzen Super Mario Sachen anzugucken. Hier habe ich natürlich gerade mal einen Bug gefunden, den ich natürlich vorher nie gefunden habe. Ich wollte da aber wirklich gerade drüber fliegen, ich kenne das halt, das lernt man dann halt so über Zeit, ne? Dass man so merkt, oh, da kann man rüberfliegen, da kann man rüberfliegen. Und ja, ist teilweise sehr, sehr lustig. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Stelle. Und hier können wir, wenn wir diesen Block halt bis zum Ende mitnehmen, wir müssen den bis zum Ende mitnehmen. Das wurde am Anfang gesagt, hier oben war die vierte Yoshi-Münze. Ich hoffe, wir finden die letzte jetzt auch. Man kriegt halt am Ende nichts dafür, wenn man alle mitnimmt. Wenn jetzt hier keine mehr ist, dann habe ich halt eine vergessen. Ja, ich habe eine jetzt nicht gefunden. Schade drum, aber ja, suchen wir jetzt nicht nochmal extra. Jetzt kann ich mit dem Soundvolumen, glaube ich, auch wieder hochgehen. Wenn am Ende die ganze Aufnahme nicht hinhaut und Sound, werde ich sie wahrscheinlich leider nochmal neu machen müssen, aber naja, so schlimm ist es dann am Ende des Tages auch nicht. So, dieses Level hier gegen Wall Jumps.
Hier sieht man auch wieder, von wem es ist. Achso, das habe ich beim Anfang, beim anderen Level auch gemacht. Das Problem ist hier, schaut auf. Erstmal, ich habe nicht erklärt, dass hier vernünftige Walljumps so sind. Und man trifft die nicht richtig, diese Blöcke. Das ist, die Hit, also diese Hitbox von denen sind ganz, ganz eklig. Diese Viecher fand ich cool. Weiß nicht, aus welchem Spiel die sind. Oder ob die sich jemand selber ausgedacht hat. Aber die werfen sich selber, explodieren und jagen ein. Aber wie gesagt, ich habe hier sehr, sehr viel mit Gegnern rumgespielt. Dann auch an dieses Leben vernünftig zu kommen. Also da kann man halt hier... Da kann man halt hier runter rennen, ja. Also hier rein, zack. Und dann, wenn man hier wieder hoch will, stirbt man, weil diese Hitboxen teilweise schrecklich sind. Und ja, man kann auch einfach so wieder hochspringen. Das sollte man immer beachten. Ich weiß nicht, warum ich diese Blöcke eingebaut habe, ne? Oh, wow. Da habe ich selber nicht selber ins Loch gesprungen, obwohl ich es da unten noch gesehen habe. Okay, wir machen es anders. Ah, ich komme so nicht hoch, okay. Also ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ne? Ich weiß es einfach nicht. Es sind schreckliche Blöcke. Hier ist das Schlüsselloch. Den Schlüssel finden wir hier auch ganz in der Nähe. Habt ihr gesehen, das Ding ist so richtig klein, ne? Und ich renne perfekt rein. Wir können natürlich auch da drauf springen. Das ist auch weg. Wo war der Schlüssel? Ah, da unten. War da unten noch der Schlüssel? Ah ja, da unten liegt der Schlüssel. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Hier. Muss man natürlich auch erstmal finden, dass man hier runter kann. Und dann hätten wir das, ne? Aber wir gehen hier erstmal wieder weiter, weil wir können ja die ganze Welt begehen. Dann hier auch, finde ich, sehr gutes Deko-Element. Der Stachel, ne? Tötet uns. Beste Idee, die man haben kann, einfach mal so einen Stachel hier hinzumachen. Beste Idee ist auch, dann zwei dieser Walljump-Blöcke zu machen. Ich weiß nicht, damals war ich richtig gut da drin, die zu treffen und habe das selber gar nicht so gemerkt. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das so angucke. Ja, was soll ich sagen? Oh, warte mal. Können wir hier mogeln? Nee, der schießt viel zu schnell, glaube ich. Ja, leider schießt er viel zu schnell. Aber da kann's. Oh mein Gott. Und dann kriege ich das hin und dann holt der mich. Nice. Ich hab das Game Design einfach gefressen. Ich habe Game Design einfach verstanden. Und habe einfach verstanden, wie man kluge Stellen in Leveln einbaut, damit auch jeder Spieler das schafft. Wie ihr seht, ich war einfach ein Genie. Ey, es ist schrecklich. Es ist doch so schrecklich. Wie habe ich das damals geschafft? Ne? Sowas frage ich mich. Das ist eine bescheuerte Stelle. Wenn ich das von wem anders so spielen würde, würde ich, glaube ich, hier an der Stelle abbrechen. Also das ist ja eine schreckliche Stelle. Und die vernünftig zu treffen, Hilfe. Ich dachte, ich zeige euch das auch mal so, wo ich so damals herkam. Damit habe ich das. Ich habe damals auch mein Level immer auf YouTube hochgeladen gehabt, die sogar auf diesem Kanal. Dann treffe ich's. Dann das. Oh Mann, ich treffe es einfach nicht. Diese Hitboxen, ne? So, zack und zack. Okay, Safe State. Ganz wichtiger Safe State. Hier kann man natürlich runterfallen und sterben, wenn man so doof ist wie ich. Hier gehen wir einfach nur hoch. Das Viech wollte uns nichts tun. Und diese Stacheln sind natürlich schrecklich. So weiter habe ich auch die letzte Yoshi. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die letzte Yoshi-Münze habe ich schrecklich platziert. Also, weiß auch nicht, was das sollte. Hier unten kann man runter. Habe ich auch natürlich gut markiert, nicht. Das ist halt auch wieder so ein Fakt, wo ich mir so denke, so, wow, krass. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch dann den Pilz später noch. Den müssen wir auf jeden Fall halten. Bei dem Pilz hier aufgeben, haben wir ein Problem. Ah ja. Wenn wir den Pilz hier aufgeben, haben wir ein Problem. Zack. So, die holen wir alle so weg. Hier speichere ich mal. Weil da hatte ich natürlich auch mal wieder eine klasse Designentscheidung am Ende getroffen. Wo ich einfach mir dachte, ja Mann, das ist so das Beste, was du machen kannst. Aber ihr seht es gleich. So lang ist ja eigentlich das Level nicht. Hier, beste Designentscheidung, die es gibt. Wollt ihr die fünfte Yoshi-Münze? Ihr braucht nur den einen Pilz, den ihr kriegt, mitnehmen. Dann könnt ihr nämlich den Pilz opfern, die Yoshi-Münze mitnehmen und euch darüber freuen. Bestes Design, was es gibt. Aber, ja. Oh, was kam da denn runter? Was habe ich da getan? Was bist du? Tötet mich das? Ja, es tötet mich, okay. Schöne Farbe hat es auf jeden Fall. So muss ich einem ausweichen. Wir nehmen hier natürlich noch einen Pilz mit, wenn wir den überkriegen. Wenn er jetzt nicht... Ja, guck mal, er rutscht über uns und... Ah, okay, wir kriegen ihn trotzdem. Okay, das wäre jetzt natürlich sehr, sehr amüsant gewesen. Wenn der Pilz sich gedacht hätte, nee, zu dir möchte ich nicht. So, das war das zweite Wüstenlevel. Dann der Yellow Switch Palace. Der darf natürlich nicht fehlen hier, ne?
fand ich, war eine sehr lustige Lösung, die ich hier hatte. Man sieht es nicht genau, aber hier oben sind drei Blöcke. Hier ist einmal der erste. Das war nur eine Münze, wie ihr gehört habt. Hier der zweite. Da kommt das Leben raus. Und ja, das ist halt so ein kleines Minigame, was ich mir damals ausgedacht hatte. Ist natürlich mal wieder eine super Erklärung dran und ich sollte den Sound doch nochmal runterstellen. So. Also, ich hoffe wirklich, dass das Spiel jetzt passt vom Sound, aber ja. Oh, ja, ich muss es hier sogar lauter stellen, weil ansonsten habe ich gar nicht alle Sounds, merke ich gerade. Also die 13 müssen wir hier schon lassen. Die 13 ist für uns schon Pflicht. So, gehen wir weiter. In die Skyborg. Ein schreckliches Level. Ja, ich sag schon wieder ein schreckliches Level. Am Anfang fand ich das Level eigentlich ganz gut. Aber jetzt so im Nachhinein, naja, schwierig. Warte, wir gehen nochmal hier in Sounds. Ich glaube, auf 10 darf ich gehen, oder? So. Ja, auf 10 darf ich ruhig gehen. Ich hoffe nur, dass ich wirklich noch laut genug bin. Hier wird es sehr, sehr viel laggen. Ich habe hier sehr, sehr gut gearbeitet. Nicht. Und dieses Level ist auch gar nicht unfair schwer für die Leute, die das ohne Safe State spielen wollen. Hier in Wolken kann man übrigens schwimmen. Du musst das natürlich auch. Hier, den spule ich mal durch. Also hier wird es jetzt viel im Spulen noch gehen. Und ich glaube, das ist auch eins der wenigen Level, wo ich auch mal einen Midway Point, also sozusagen ein, was ist ein Midway Point? Wie beschreibt man das? Halt einen Checkpoint gemacht habe. Das ist schon bei meinen Leveln immer besonders, immer gewesen, weil ich einfach nie so, ich weiß nicht, ich mochte Checkpoints nie. Vielleicht lag es auch daran, dass ich immer den Safe States gespielt habe und deswegen dachte, okay, ich brauche keine Midway Points. Aber gerade für die Leute, hier renne ich einfach durch, das wartet man nicht, das spielen wir auch nicht. Aber für die Leute, die halt immer gerne sowas ohne gespielt haben, ich glaube SMW Hacking LP hieß er. Er hat sehr, sehr viele Super Mario World ROM Hacks gespielt. Hat dann nochmal mein Level gespielt und. Wie lösen wir das Problem? Ah ja, so lösen wir das Problem. Nice. Glück gehabt, besser gesagt. Und. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dann gesehen, okay. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen anders entscheiden sollen. Für meine. Erstmal die Gegnerplatzierung in diesem Level hier. Hier ist alles viel zu eng. Also die Gegnerplatzierung ist hier wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig teilweise. Also indirekt gut, ne? Zu schwierig halt. Einfach nur zu schwierig. So, was ist das hier für eine Stelle? Wisst ihr, wie ich meine? Hier kommt man sehr, sehr schwierig nur durch. Warte hier mal, ich glaube, den kann ich hier anspringen. Und ja, hier kann ich natürlich mich wieder in alle Wände drücken lassen und alles verbuggen. Mit dem Ding hier. Also, optimale Designentscheidung. Man kann diese Viecher nämlich auch sozusagen fest auf eine Position packen. Hier sieht man die ganzen Legs. Oh. Das ist natürlich hier auch mal wieder super zu hitten. Ja. Nice. Das habe ich natürlich hinbekommen. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Hier ist ein Pilz. Ach ne, der ersetzt den Midway Point. Seht ihr? Ich habe hier nicht mal einen Midway Point gemacht. Also nicht mal einen Checkpoint. Hier habe ich aber nur einen Pilz hingelegt. Warum habe ich das getan? Also, das ist ja so einfach, Midway Point zu setzen. Ist genauso einfach, wie hier diesen Pilz zu setzen, sozusagen. Und bis die Kamera hier mal hinterher scrollt, auch schrecklich. Okay, hier rennen wir mal so schnell drüber. Ne, oder auch nicht. Na. Kommen wir hier so schnell mal hoch. Und das ist natürlich vom Sprung her auch eine klasse Lösung, die ich da hatte. Gehen wir lieber einfach so durch und opfern den Pilz wieder. Ja. So, da unten sieht man schon die Münzen, da kann man runter. Aber ich weiß gar nicht, ob man da wieder hochkommt, um ehrlich zu sein. Ich kann ja mal kurz gucken gehen. Wartet. Na komm. Warten wir hier halt auch nochmal. Also diese Entscheidung mit dem, man muss ja auf den Gegner warten, schrecklich. Also, weiß nicht, was ich mir da... Damals hatte ich Spaß an meinem eigenen Level. Weiß nicht warum. Aber wenn man das so ein bisschen, wenn man älter wird und sowas reflektierter betrachtet, denkt man sich so, nein, warum? So, hier unten waren nur Münzen, aber ich glaube... Ah ja, hier kommt man hoch. Okay, hier war das Leben versteckt. Hier, weil mehr war hier nicht. Oder? Doch, hier war auch noch ein Leben. Kommt man hier wieder hoch? Ah, hier könnte man auch wieder hochkommen rüber. Aber man kann auch einfach hier hoch, ne? So. Gehen wir jetzt hier weiter. Da müssten wir den hier sogar töten für. Aber ist ja an dem Weg da eh immer gut. Da wäre ich fast hier in die nächsten Reihen. Also, das Spielerlebnis ist einfach klasse.
Ich rente jetzt auch nur in dem hier so ab, ja. Die anderen beiden finde ich gar nicht so schlimm. Da rente ich nur über den. Also in dem einen Spiel werde ich nur noch über einen Gegner abrenten, den ich genutzt habe. Oder einen Sprite insgesamt. Nicht wirklich einen Gegner. Achso. In die Röhre sollten wir noch nicht gehen. Wir sollten nämlich erstmal hier unser Leben aufs Spiel setzen für die Yoshi-Münze, weil. Was kann man anderes machen? Ich glaube, so richtig ragen könnte ich auch so bei Kaizo Mario spielen und so, wer das kennt. Habe ich auch mal überlegt, ob ich vielleicht sowas mal spielen möchte, aber. Er kriegt ja den Rage des Todes ab. So, hier kommt jetzt der Boss. Da gehen wir direkt mal hoch. Und dieser Boss kostet mich, wenn ich hier nicht zwischenspeichere, total viele Nerven. Ich weiß nicht, was ich mir hierbei gedacht habe, um ehrlich zu sein. Wartet, ich muss hier mal wieder nochmal neu rein. So, machen wir nochmal neu den Boss. Also, was ich mir hierbei gedacht habe in dem Bossraum, I don't know. So, wir müssen mit jeder verschiedenen Shellfarbe oft genug die alle hitten. Da hatten wir jetzt schon mal Glück, dass wir drei schöne Farben bekommen haben. Der haut da nochmal rein. Oh, okay. Da kann ich dann nimmer, also wenn man natürlich so safe statet zwischendurch. Oder, Mann. So, den haben wir schon mal besiegt. Dann brauchen wir die roten nicht mehr. Dann warten wir direkt auf die nächste. Also, ja. Schwieriges Design. Hier ist einfach viel zu viel los, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, hätte man besser lösen müssen. Jetzt wird nur noch der grüne. Dann müssen wir warten, dass wir hier eine grüne Shell kriegen. Da ist es schon. Da brauchen wir, glaube ich, auch noch den letzten Hit hier. Zack. Jetzt müssen wir einfach nur noch den machen. Und dann haben wir es geschafft. Wir müssen halt alle Gegner sozusagen auf den Screen besiegen, damit das Level beendet wird. Auch keine gute Lösung. Wegen den Panzern. Hätte ich mir was Besseres ausdenken können. Ich hätte da jetzt zum Beispiel im Nachgang eine Idee gehabt. Vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal Super Mario World Hacking. Müssen wir mal schauen. Hier gehen wir direkt jetzt in eine Burg. Was war das für eine Burg? Ich hoffe nicht das, was ich denke. Okay, ich bin der schrecklichste Mensch der Welt. Ich wollte, das habe ich alles selbst gemacht hier, also bis auf die Musik, die ist nicht von mir. Und ich bin natürlich ein Idiot. Ich dachte mir so, was aus dem Spiel kann man denn zu allem machen? Und ich dachte mir so, ja, von diesem Kettenschwung-Ding, die Ketten, kann man doch einfach mal als alles verwenden. Als alles, irgendwie. Und guckt euch an, wie schrecklich. Also, doch, das finde ich lustig. Ich habe ihm Augen gegeben. Das weiß ich gar nicht mehr. Es hat Augen, wie süß. Es hat auch Augen, wie süß. Das sind nämlich solche kleinen Knochenviecher. Das ist da links, ist eine Yoshi-Münze. Dafür brauchen wir da oben dieses Stachelviech. Das sind halt die Spinies, diese kleinen roten, die wir immer hatten. Ich hoffe, der kommt wieder zurück. So, hier, ne? Wäre eine Yoshi-Münze. Nehmen wir jetzt mal nicht mit. Dauert mir zu lange. Hier, der macht Stacheln, das kleine Viech. Von oben fallen auch manchmal Stacheln runter. Wie lustig die teilweise aussehen, die Gegner. Das ist ein Goomba. Weiß ich auch nicht mehr. Die Münzanimation habe ich aus Versehen geändert in den Level. Ich habe es nicht mehr zurückbekommen, wie ihr seht. Also, ja. Was soll ich sagen? Kein Kommentar. Warte, irgendwas habe ich disabled. Ah ja. Ich habe erstmal alles disabled. Also die Münzanimation in den Level habe ich einfach komplett kaputt gespielt. Und ich habe es nicht mehr heile bekommen. Und ich hätte es ganz einfach lösen können, indem ich das Level neu aufsetze. Also, es wäre eine Arbeit von 10 Minuten gewesen, um dieses Problem zu lösen, wenn überhaupt. Wenn man, nicht so langsam arbeitet bei sowas wie ich, dann macht man das auch deutlich schneller, aber ja, was soll ich sagen? So, viele Wege führen hier nach oben, habe ich gedacht. ja. Hier gibt es halt viel Bonussegmente und so. Ich kenne selber meinen Weg hier nicht mehr, wo ich hier lang muss, ne? Es sieht halt auch grafisch, ja, schrecklich aus. So. Hier gibt es irgendwo hoffentlich einen Pilz. Ja, der Stachel wollte mich abholen. Ja, hier gibt es einen Pilz. Ist grafisch natürlich auch schick. Okay, das nehmen wir einfach mal so hin. Ja, fliegende Koopas sehen auch sehr interessant aus. Ich fand es auch ein bisschen, ich muss selber sagen, es war jetzt auch mehr ein bisschen hier teilweise als Joke gemeint, ne? Aber warum macht man sowas? Also, keine Ahnung. Eigentlich ist es sogar unlustig. So, also, ich persönlich finde es jetzt im Nachgang nicht mehr lustig, aber das ist halt Jahre her, ne? Und ich war damals, also ich weiß nicht, ich hatte nie ein Talent wirklich dafür, vernünftige Super Mario Level zu machen. Ich habe ewig gebraucht, um das zu lernen. Oh, das sind, wisst ihr, was da ist? Das, was ich angemerkt habe, nämlich ein Midway Point. Hier ist die Mitte des Levels. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob wir hier, wenn wir jetzt hier neu rein. Warte, wir gehen hier mal neu rein in das Level. Ich will nur mal wissen, wo ich lande.
Ob das überhaupt klappt. Ah ja, es klappt sogar, aber er ist wieder neu da. Nice. Aber egal, es klappt auf jeden Fall, dass man hier landet. Was nicht klappen sollte, ist, dass er, glaube ich, der wieder respawnt. Das habe ich, weil ich einfach nur da sozusagen, anstatt den ganzen Midway-Point nur dieses Einzelteil genommen habe davon, hat das nicht so gut funktioniert. Ich komme hier nicht mehr. Achso, hier unten brauche ich, glaube ich, auch gar nicht rein. Ich glaube, ich kann hier oben weiter. Wir gehen hier direkt mal nach oben. Ich muss sagen, der Hintergrund, also weiß ich auch nicht, was ich da mir dabei gedacht habe. Hilfe, es sieht so aus, als ob ganz viele kleine Augen angucken da, ey. Eieiei. Aber ja, und von, ist wieder alles so eng hier in dem Level und wir haben hier schon wieder einen Boss. Okay, was für eine Burg eigentlich selbstverständlich ist, aber, ja. Was hatte ich hier als Boss? Let's see, zeig mal her. Ich weiß es selber gerade. Ach, den. Oh, den fand ich cool. Aber guck mal, warum habe ich hier nicht meinen eigenen Hintergrund genommen? Guck mal, was das für ein Atmosphärenkiller ist. Das ist einfach Atmosphäre kaputt. Wo ich sagen muss, den Boss, also ich kann auch nicht, mag diese Bosse einfach nur, dass man hier halt nicht immer dieselben Gegner hat, ne? Ich wollte hier unbedingt Abwechslung drin haben. Und das habe ich halt so hoffentlich geschafft. Mit den Bossgegnern auf jeden Fall. Und ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das allererste Level, was ich ja sogar gemacht habe, ist sogar das Final-Level, um ehrlich zu sein. Eigentlich hatte ich am Anfang nur das eine Level und dann habe ich halt die anderen Level dazu gebaut. Habe halt rumgespielt ohne Ende. Und, ja. Zack, das war er. Natürlich kann er auch nur mit einem Leck sterben. Ich weiß nicht, ne? Ich dachte immer so, alle anderen, die es so gespielt haben, wenn die eine halbe Stunde gebraucht haben hierfür. Uff, war schon lange. Ich sitze jetzt schon über eine halbe Stunde hier ran. Aber gut. Ich habe halt auch seit 2-3 Jahren nicht mit der Steuerung gearbeitet. Ich finde das Piratenschiff auch sehr schön. Bowsers Mund. Da wohnt natürlich der Bowser Junior. Oh, und hier müssen wir den Sound lauter stellen. Hier muss ich ein bisschen ein paar Sachen umstellen. Wie laut ist das? Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Die Grafiken auf jeden Fall Hammer. Hier wollte ich unbedingt Regen haben und alles, aber wartet mal. Ich mogel mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier vielleicht gleich meinen Ordner seht oder so. Wenn nicht, wenn dann ist nicht schlimm. Hier könnt ihr gerne sehen. YouTube ist auch im Hintergrund offen. Ich habe hier halt alles in einem Ordner. Aber ich stelle gerade mal meinen Sound ein bisschen weiter runter. So. Ja, jetzt kommt er gleich auch wieder rein. Sehr schön. So, hier habe ich andere Gumbas-Runde gehabt. Die als Extra-Sprite gelten. Oh, schießt der wirklich quer? Oh, ich habe diagonale Bullet-Bits eingefügt. Das hier ist natürlich designtechnisch mal wieder geil gelöst gewesen. Schön fand ich die Grafiken, die ich halt hier zugefunden hatte. Die Koopas, man sieht, sind kleine Piraten. Haben alle so ein, nennt sich das Bandana? Nennt sich das so? So ein Stirntuch halt, ne? Kopftuch, keine Ahnung. Und sieht nach einem kleinen Piraten aus, fand ich. Kleine Viecher sehen auch ein bisschen piratenlastiger aus. Ja, was soll ich sagen dazu? Würde ich so nicht nochmal bauen. Das würde ich vielleicht sagen dazu. Der Stachel da auch total unnötig. Die großen Kanonen schießen an der Stelle nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt für Gegner gibt. Ich selber kann sowas auf jeden Fall nicht coden, deswegen habe ich das auch nicht gemacht. So, wie habe ich das hier nochmal gemacht? Wie löst man das Problem? Also, okay. Gut, dass ich nicht mehr weiß, wie ich die Probleme in meinem eigenen Super Mario Level löse. Gab es hier unten noch was? Ne, hier unten müssen wir natürlich zum nächsten Schiff. Aber wir wollen ja zu Bowser Junior. So, also hier geht es mehr darum, dass ich über mein eigenes Spiel abrente als alles andere, merke ich jetzt so langsam, aber sicher. Hier hinten habe ich noch ein kleines Secret. Darüber bin ich auch froh. Dieses Secret habe ich sogar nochmal recycelt für später. Ist das Einzige, was ich gut fand, sozusagen. Aber eins der wenigen Sachen, die ich hier gut fand. Wo ich sagen muss, das Level hier, es geht, ne? Bis auf was jetzt kommt. Diese Blöcke sind sehr lustig. Erstmal, wir springen hier gegen. Ne? Mein Blöcke. Was könnte das wohl heißen? Ich zeig's euch. Zack! Das heißt es. Aber wir opfern hier unseren Pilz. Nehmen für die Blume mit. Des Weiteren haben wir hier kleine Maulwürfe, die Bomben schießen. Die habe ich natürlich nicht. Da habe ich natürlich keine Credit gegeben. Ich weiß gar nicht warum. Und wie hat man denn hier die Sachen kaputt bekommen? Ah. So. Okay. Klar. Wie denn auch sonst, ne? Was soll ich sagen? Jetzt gehen hier level-design-technisch die krassen Stellen los. Also, I don't know, was ich mir hier schon wieder bei gedacht habe. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, so Schwierigkeitsgrad damals war nicht so mein Ding, würde ich sagen. So einen Schwierigkeitsgrad finden für ein normales Super Mario Level. So, warten wir darauf mal. Was ist in dem unteren Block drin? Wenn hier nur eine Münze drin ist, wäre ja total bescheuert. Okay. Total bescheuerte Entscheidung. Ah, perfekt. Ich renne hier überall rein selber. Ich weiß nicht, ich war damals echt viel, viel besser darin.
So. Hier opfern wir ihn direkt wieder, aber ist nicht schlimm. Steine werfen die ab und zu auch mal. Also, ja. Können mehrere Sachen umherwerfen. Wenn hier irgendwie Sachen kaputt gehen, dann sieht das auch ganz komisch aus, was da Blaues runterflattert. Macht das Ding die kaputt eigentlich? Nee. So, da oben gehen wir mal nicht hoch. Da oben gab es vielleicht noch eine Yoshi-Münze. Also Hitboxen von den Dingern machen... Oh. Hitboxen machen auch Spaß auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer hat sich das ausgedacht? So. War hier sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Nee, okay. Da habe ich nichts mehr gemacht. Dann gehen wir direkt mal weiter. Und wir kommen zum Final Boss. Der manchmal auch ein bisschen verbuggt ist. Damit, wenn der uns ein Dings wirft, eine Shell, dann können wir ihn damit abwerfen. Ansonsten können wir ihn nicht berühren, erst wenn er zappelt. Ja, und ich werde nicht sagen, dass ich zu doof bin, ne? Aber ich bin, glaube ich, zu doof. Ich weiß gar nicht, ob er auch einfach so reinrennen kann in die Shell dann. Ja, lol. Aber die Hitbox, also der Boss ist an sich cool, aber er funktioniert halt nicht richtig, ne? Und ich dachte mir halt, jo, nehmen wir den doch. So. Jetzt seine letzte Phase. Ist er super fast. Da gibt er sich eh selber. Oh. Sogar dann gibt es. Ach ne, das war gar nicht seine letzte Phase. 5 Phasen hatte der, glaube ich, oder? Hatte der 5 Phasen? Oh. Zack. Wie viele Phasen er genau hatte, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich meistens mit den Shells selber getroffen. Was auch schon wieder eine sehr kluge Designentscheidung war. So, und der haut ab. Und somit haben wir Bowser Junior vertrieben. Und das ist sehr, sehr laut. Ich stelle sie gleich mal runter wieder. Bevor hier der Endsound nur Quatsch macht. Eieiei. So, das war das ganze Spiel. Wir haben Bowser Junior besiegt. Was wollte ich sagen? Also ich selber würde das Spiel auf einer Skala von 1 bis 10 maximal, mit meiner Selbstreflexion, maximal bei 2,5 ansetzen. Das ist schon viel, das ist schon zu hoch, würde ich sagen. Aber ja, ich dachte, ich zeige euch einfach mal so, was ich so gemacht habe. Das ist auch noch online. Also man kann auf SMB Central gehen, nach ROM-Hacks suchen. Und wenn man dort Shizufutsu eingibt, findet man einmal das Bowser Jr. Pirate Ship. Und noch zwei andere Spiele, die wir uns auch nochmal angucken werden. Die sind um einiges besser, meiner Meinung nach. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö.